Moin ihr Alunken, mein Name ist Endenburg und heute müssen wir mal über Arcage reden. Das Ganze natürlich wie immer aus aktuellem Anlass, denn es gab jüngst einen Wechsel des Publishers. Ursprünglich war Arcage mal bei Trion, von Fans liebevoll auch Trino genannt, ein Unternehmen, das nicht immer unbedingt die besten Entscheidungen für das Spiel getroffen hat in seiner Vergangenheit. Und dann ging das Ganze über zu Gamigo. Unter Gamigo gab es dann ja auch Arcage Unchained. Die von Pay-to-Win befreite Version des Spiels und ein paar Änderungen, die ich nicht gut finde und auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Und jetzt ist das Ganze bei Kakao Games. Kakao Games dürfte den meisten MMO-Spielern bekannt sein als das ehemalige oder der ehemalige Publisher von Black Desert Online und auch noch der aktuelle Publisher zum Beispiel von Elion. Grundsätzlich ist es natürlich immer ein guter Zeitpunkt, wenn man so eine neue IP in den Händen hält, zu sagen, wir machen irgendeine Form von neuem Start. Und der Arcade-Spieler weiß genau, wie dieser neue Start aussieht. Es ist nämlich der gute alte Fresh Start oder die guten alten Fresh Start-Server. Es ist ein Prinzip, das kennt der Arcade-Spieler, das gab es schon oftmals. Das hängt damit zusammen, dass Arcade traditionell ein Problem hat mit zu schnell, zu krass auseinandergehendem Fortschritt. Das heißt, die sehr, sehr krassen Spieler, leider auch die Multiboxer, ne? Arcade hat ein Riesenproblem mit Multiboxing und Alts und so, gehen irgendwann voran und haben einen Gearscore von 15.000 und der normale Spieler krebs irgendwie so bei 6.000 rum. Das ist seit jeher ein großes Problem, natürlich auch durch Pay-to-Win immer gewesen, ne? Das heißt, Fresh-Start-Server waren immer schon die Möglichkeit, dem entgegenzuwirken und allen einen neuen, fairen Start zu gewähren. Natürlich kommt man sich da auch ein bisschen verarscht vor, wenn man sehr viel Zeit oder gerade Geld in einen alten Server gesteckt hat und der wird dann entwertet dadurch. Aber ich glaube, die meisten Arcade-Spieler mögen Fresh-Start-Server, ne, dafür eben, dass es meistens die spannendste Phase des Spiels ist, wenn alle neu starten und noch relativ nah beieinander sind. Es war nicht ganz klar, wie der neue Fresh-Start-Server, den es jetzt unter Kakao Games eben gibt und der auch seit Anfang Dezember live ist, unter welchen Bedingungen der genau live gehen würde. Denn es gibt zum Beispiel in Korea ein System, das Gear, also deine Ausrüstung, gated. Also mit anderen Worten, du kannst bis zu einem gewissen Punkt in den ersten, sagen wir mal, anderthalb Monaten oder wie viel auch immer, kannst du nur bis zu dem und dem Punkt in deiner Rüstung kommen. Hier am T3 zum Beispiel, das ist so eine Kategorie bei Arcage. Und danach ist halt vorbei, um genau diesem Problem entgegenzuwirken. Ne, dass es eben Multiboxer gibt, dass es Leute gibt, die das Spiel auf eine Art und Weise spielen, wodurch der normale Spieler, in Anführungsstrichen, es kaum mehr die Möglichkeit hat, da eben mitzukommen. Das gibt es in Korea und das sollte aber nicht zu uns kommen, muss man dazu sagen. Stattdessen sollte etwas kommen, was ein völlig bescheuertes Konzept ist, nämlich eine Friedensphase für die ersten, ich glaube, 30 Tage. Völliger Blödsinn. Damit entwertest du das Open-World-PvP, was einer der großen Selling-Points ist von Arcage. Keine Ahnung, warum das angedacht war. Und natürlich liefen die Fans Sturm in dem Discord, auf dem ich unter anderem auch bin, oder auch in Foren und so weiter. Das klang gar nicht gut und natürlich gab es dann sehr viel Feedback. Und schönerweise, das muss man an der Stelle sagen, wurde dieses Feedback umgesetzt. Also wir haben jetzt sehr wohl für unseren Fresh Start dieses Gear-Gating-System bekommen aus Korea, was auch, wie gesagt, meiner Meinung nach sehr wichtig ist für Arcage. Und wir haben keine Friedensphase bekommen. Wir haben stattdessen viele gute Änderungen bekommen. Du kannst jetzt zum Beispiel nur noch Handel unter Spielern betreiben, wenn du ein gewisses Level erreicht hast. Was dafür sorgt, ist natürlich blöd, wenn du jetzt mit deinem Kumpel spielst und der hat zwei Bananen gefunden und die willst du dem geben. Dann ist es natürlich doof, dass das nicht mehr geht, aber es sorgt dafür, dass eben dieses Alt-Problem, ne, die andere Charaktere, die dann über Multiboxing Dinge tun für deinen Main und dann schiebst du das alles in den rein und wirst unendlich stark, seit jeher ein Riesenproblem für Arcage, ist damit ein Stück weit unterbunden. Genauso wie der Zugriff auf den Marktplatz, also das Auktionshaus. Alles Dinge, die dafür sprechen, dass man die Sorgen der Community wahrgenommen hat, seitens Kakao Games, zumindest bisher. Und die dafür sorgen, dass sehr viele Leute sich sehr gefreut haben auf den Fresh Start. Ich auch, wie gesagt, ich habe den mitgenommen und war auch sehr angetan, beziehungsweise bin auch immer noch sehr angetan. Es ist immer eine coole Zeit, wenn so ein Fresh Start da ist. Es sind viele alte Spieler, die wieder spielen, es sind ein paar neue Spieler dabei und es kommen eben schöne Bilder wie diese hier, die ihr gerade seht. Das ist immer, eine schöne Phase des Spiels. Alle sind nah beieinander, alle machen denselben Content. Immer die schönste Phase, deshalb gab es ja auch so viele Fresh Starts. Ich bin trotzdem der Meinung, und damit kommen wir zum Thema dieses Videos, dass es ein Arcage Classic bräuchte, beziehungsweise ich mir eins wünschen würde. Denn auch mit dem neuen Publisher wird es ja aller Voraussicht nach zu denselben Problemen kommen, die dafür gesorgt haben, dass Arcage so einen krassen Identitäts- und Bedeutungsverlust erlebt hat, wie es den eben erlebt hat. Na, das Ganze wird am treffendsten zusammengefasst mit den Vokabeln oder mit den Worten Daily Age. Das Ganze rekurriert darauf, dass Arcage ein eigentlich
eigentlich das Sandbox-MMO schlechthin. Es gibt meiner Meinung nach kein MMO, das Sandbox, vielleicht außer Black Desert Online, das Sandbox so gut verstanden hat wie ArcheAge. Stattdessen ist aber leider unter Gamigo bei im Zuge der ArcheAge Unchained-Einführung sind Systeme eingeführt worden, die diese ganze Sandbox Natur des Spiels untergraben. Ne, zum Beispiel Hiram Dailies. Hiram ist eine Rüstungsart, die du dann pusht. Also du hast einmal dann Hiram-Rüstung und das ist quasi Endgame und dann pusht du das hoch und hoch und hoch, kannst es aufwerten, upgraden und so weiter und so weiter. Bis zu einem gewissen Punkt geht das ganz schnell und dann irgendwann dauert das sehr lange, wie man das kennt. Und das ist eben verbunden worden mit Daily Missions. Also mit anderen Worten, es gibt tägliche Missionen, die du machst und darüber bekommst du dann diese Ressourcen, Währungen, die du für das Upgrade deines Hiram-Gears eben benötigst. Das sorgt leider dafür, dass diese eigentlichen Sandbox-Freiheiten, die das Spiel mit Segeln und Crafting und Trade-Packs und Farming und so weiter, natürlich viel Open-World-PvP bei all dem, so ein bisschen verliert, weil alle immer nur noch dieselben stumpfen täglichen Aufgaben machen. Und deshalb, wie gesagt, dieser Begriff Daily Age sehr, 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 sehr treffend ist. Das andere Problem, was ich sehe, ist auch der Arc Pass. Der Arc Pass ist so eine Art Battle Pass, ne? Du kaufst den allerdings nicht für echtes Geld, sondern in-game. Und der ist unter anderem leider auch eine Goldquelle. Der wäre cool, wenn der Gildersterne geben würde. Das ist so eine Währung, damit kann man Autos oder Häuser kaufen zum Beispiel. Oder wenn er Cosmetics geben würde. Aber er gibt eben leider Gold. Und das in Kombination mit den Hiram Dailies und ein paar anderen Aspekten sorgt dafür, dass insgesamt bei ArcheAge weniger Sandbox-Aktivitäten im Vordergrund stehen, gerade im Endgame, und deutlich mehr, ich nenne es mal, Dauerbeschäftigung von der Stange. So, und das ist nicht das, was ArcheAge so groß gemacht hat oder warum so viele Leute dieses Spiel, und wenn es nur zwischendurch mal war, gerne gespielt haben. Meiner Meinung nach, die beste Zeit von ArcheAge war bis Patch 3.0. Da war einerseits das Gear Gap noch nicht so immens, also die Ausrüstung der Spieler klaffte noch nicht so krass auseinander, je nachdem, ob du entweder sehr viel Geld bezahlst auf den normalen ArcheAge-Servern oder Multibox oder so. Es gab generell mehr Open-World-PvP und zwar in allen Bereichen, in allen Gebieten, nicht nur in spezifischen. Es gab mehr gefahrene Trade-Packs, es gab mehr Piraten auf den Meeren, es gab generell mehr PvP auf dem Meer und es gab insgesamt weniger tägliche Grinds von stumpfester Natur so. Und das war die Phase, in der ArcheAge meiner Meinung nach seine Stärken wirklich ausspielen konnte. Das Ding ist ja deshalb so ein bemerkenswertes MMO, weil es eben trotz seiner Fehler und Defizite, ne, wir denken an die ganzen Pay-to-Win-Eskapaden, wir denken auch an diverse systemische Entscheidungen, die in die falsche Richtung gegangen sind, ein so prägender Titel für viele Spieler gewesen ist. Und nicht nur für Spieler, sondern ja sogar für Entwickler. Das beste Beispiel ist ja Steven Sharif, der Entwickler von Ashes of Creation, der in Interviews mehrfach bereits erwähnt hat, dass ArcheAge eine der großen Inspirationen für eben Ashes ist. Und das sieht man zum Beispiel am Mount-System oder auch an diversen anderen Mechaniken, die eingebaut werden in Ashes. Das ganze Node-System hat Anleihen davon zumindest. Und deshalb denke ich, ArcheAge Classic könnte vielleicht, weil es eben doch in seiner ursprünglichen Version, in seiner sehr Sandbox-betonten Version für viele Spieler so wichtig war, könnte vielleicht natürlich in deutlich kleinerer Form, das erleben, was WoW Classic im Sommer 2019 erlebt hat. Ne, so ein richtig schönes Revival. Das wird nämlich durch die Fresh-Start-Server jetzt in dem Maße garantiert nicht passieren. Ich fände es allein schon deshalb schön, wenn das passieren würde, weil dann mehr Spieler eben diese meiner Meinung nach beste Version eines Sandbox-MMOs erleben könnten, die es jemals gab. Wie gesagt, Black Desert Online ist ein sehr, sehr starker Competitor, aber was ArcheAge für mich so groß gemacht hat, war die Verzahnung von Systemen. Ne? Wenn man zum Beispiel sich mal überlegt, wie man Gold gemacht hat. Es gab ein Housing-System, das war verbunden mit einem Farming-System. Du konntest Kühe dahinstellen, du konntest Rosen da anbauen, Getreide anbauen, was weiß ich was anbauen. Dann hast du das weitergecraftet zu Trade-Packs, also zu Handelspaketen. Und die haben interagiert mit der Wirtschaft. Das heißt, je nachdem, wie intensiv eine gewisse Route, ne, durch die ganzen Gebiete gelaufen wurde von anderen Leuten, war das Paket entweder mehr wert, weil es einen größeren Bedarf gab, oder weniger wert. Darauf musstest du reagieren, gegebenenfalls das anpassen, was du anbaust. Du musstest auch überlegen, wie genau gehst du das Thema Weltdurchstreifung an. Das ist der nächste Aspekt, also Housing, Farming, Crafting, Wirtschaft und Weltdurchstreifung kommt da jetzt hinzu. Das ist der nächste Aspekt. Also fährst du es übers Meer, ne, wo immer PvP ist, um deutlich mehr Kohle zu machen. Fährst du es durch Kriegszonen, wo du die Gefahr hast, dass du dann gekillt wirst von anderen Spielern und dein Paket weg ist, aber du machst mehr Geld. Oder fährst du es nur durch Safe Zone? Und wenn ja, durch welche? Na, und das Ganze, wie gesagt, eben immer kombiniert mit PvP.
weil immer Gilden sich zusammengetan haben und ganze Karawanen gefahren haben oder Einzelspieler kleine Wege gefahren sind, die vielleicht so ein bisschen abseits der größeren Straßen waren, in der Hoffnung eben, das schnelle Geld zu machen. Oder, naja, schnell in Anführungsstrichen, weil das hat ziemlich gedauert auf den Farmcards, aber ihr wisst, was ich meine so. Es war eine wunderschöne Verzahnung von Housing, Farming, Crafting, Wirtschaft, Weltdurchstreifung und PvP. Und das alles war nur deshalb möglich, weil es nötig war. Du musstest Trade Packs fahren, du musstest dich mit all diesen Dingen auseinandersetzen, denn das war die Möglichkeit, um eben an Gold zu kommen und dadurch eben dein Gear verbessern zu können, generell Dinge tun zu können oder erleben zu können in diesem MMO in einem neuen Stadium oder unter neuen Bedingungen quasi, weil du eben Geld hattest. Ohne Geld war nicht viel möglich in Arcage. Und das hat in dem Maße für mich bis heute nur Arcage hinbekommen. Das war richtig, richtig, richtig stark. Ich glaube natürlich nicht, selbst wenn es Arcade Classic geben würde, dass es jemals wieder so gigantisch werden würde, wie es vielleicht zum Start war. Ich denke, das darf bezweifelt werden, denn wir haben das Jahr 2021, fast 2022 und es ist natürlich weder gameplay-technisch noch grafisch irgendwie noch zeitgemäß. Trotzdem würde ich mir einen Besuch in die Zeiten des Arcade Releases schon sehr wünschen. Das aktuelle Daily Age, wie gesagt, ist leider verglichen mit diesem Sandbox-Freiheitstraum von Arcade wirklich nur noch ein Schatten. Und dementsprechend wäre das die beste Möglichkeit, diese Version des Spiels quasi, diese schöne Version des Spiels nochmal mitzunehmen. Und das aktuelle Arcage oder die Freshstart-Server, die jetzt da sind, die werden eben wieder die Probleme bekommen, die schon dafür gesorgt haben, dass vor dem Freshstart noch unter Gamigo Arcage einen Bedeutungsverlust erlitten hat. Persönlich werde ich trotzdem die kommenden Wochen des Freshstarts mitnehmen und eine gute Zeit haben, die ich aktuell auch definitiv habe. Ich gehe nur davon aus, dass die eben auch irgendwann enden wird, weil ich ja weiß, ne, wie gesagt, Daily Age, Arc Pass, welche Probleme da auf uns zukommen. Ich spiele übrigens auch, damit die Frage nicht aufkommt, immer noch New World und freue mich da auch drauf, weil es ja schöne Änderungen oder schöne Zugeständnisse gegeben hat, seitdem das Expertise-System angekündigt wurde, aber dazu demnächst auch nochmal mehr. Ja, aber das, wie gesagt, zu dem Thema, warum ich mir Arcage Classic wünschen würde, warum Arcage meiner Meinung nach einen Bedeutungsverlust erlitten hat, warum ich trotzdem gerade Spaß habe mit dem Fresh Start, aber insgesamt, wie gesagt, den größten Wunsch habe, dass das Spiel vielleicht irgendwann mal Classic Server bekommt und wir endlich wieder Zeuge werden von dem besten Sandbox-MMO meiner Meinung nach, das es jemals gab. Habt ihr Arcage jemals gespielt? Hättet ihr vielleicht Lust auf Arcage? Oder wünscht ihr euch eine Classic-Version von einem ganz anderen MMO? Oder freut ihr euch auf ein ganz anderes MMO? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es passiert ja im kommenden Jahr sehr, sehr viel. Wir kriegen die Korpunk-Beta, wir kriegen neue Erweiterungen, wir kriegen neue MMOs. Von daher schreibt mir gerne, auf was ihr euch am meisten freut. Vielleicht ja Lost Ark, vielleicht, ne, wie gesagt, die Korpunk-Beta, End of Dragons, Guild Wars, was auch immer. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Entenburger.